So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Immer noch im Doppelpack? Ja, ich bin immer noch dabei, die Suna 12. Yay! Was haben wir im letzten Part gemacht? Wir haben den Turm bezwungen. Ja, ist eine gute Frage. Was haben wir im letzten Part gemacht? Wir haben den Schrein gemacht, der sich hier am Stall befindet. Sind gekonnt die Klippe wieder runtergefallen, die wir mühsam hochgeklettert waren. Es war noch eine Handbreite nach oben. Das war echt nicht viel. Wir sind nicht gestorben, wieder erwartend, ehrlich gesagt. Ich habe echt gedacht, du verreckst, als du die Klippe da runtergefallen bist. Nicht, weil ich mich von der Klippe aufhalten lassen würde. Es ist jetzt nicht so, dass ich dir nicht zutraue, dass du es nicht könntest. Aber sie war hoch. Sie war fucking hoch. Naja, gut. Und wir haben halt, wie gesagt, den Turm aktiviert und, ja. Könnten jetzt eigentlich weiter Schreine suchen. Ey, eine Kiste! Da hättest du die Hose ausziehen können. Das klingt so falsch. Ja, irgendwie schon. Wie er dich einfach null beachtet, ne? Pong. Ich glaube, ich habe ein Problem. Du könntest eins haben, aber er sieht dich nicht. Durch die Blätter. Das war ein Fehler. Na, wobei. Jetzt hat er dich. Ja, aber da kommt er nicht hier hoch. Ja, das stimmt. Oh, shit. Hä? Jetzt hast du ihn. Das macht so keinen Sinn, aber, Das ist lustig. Ja, irgendwie. Der andere versucht dich zu hauen. Oder auch nicht. Wo ist er denn überhaupt? Der ging daneben. Treffer. Treffer. Es dauert, aber es ist eine sehr, sehr sichere Taktik. Sehr pfeilintensiv, aber sehr, sehr sicher. Der steht unter Strom. Ein bisschen. Jetzt ist er tiefgekühlt. Du kannst die roten Echsen damit so einwandfrei killen mit dem Eispfeil. Das ist so geil. Echt? Ja, ja. One Hit. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, sollten wir da rüber gehen? Was ist in der Kiste? Vielleicht Pfeile? Pfeile sind geil. Der war nichts. Treffer. Ho, ho, ho! In den Hintern. Du musst einen Feuerpfeil direkt hinterher schießen. Ja, ich habe keine. Das ist schlecht. Komm ein Stück vor, mein Freund. Ah. Geh einfach rüber, der ist fast tot. Die Don't give a fuck. Aber da sitzt noch unten einer, ne? Echt? Nein, ich glaube nicht, oder? Mal zwei. Dum, 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 dum. Oh, und die Framerate bricht ein. Das kenne ich. Yo, das war gut gezielt. Er kam, sah und schoss ihm in den Kopf. Wie war das bei Schweinchen Babe? Es kam, sah und siegte. War das bei Schweinchen Babe? Ich glaube, es war bei Schweinchen Babe. Ewig her, dieser Film. Habe ich im Autokino mit meinen Eltern geguckt. Im Autokino? Im Autokino. Das war das erste und einzige Mal, dass ich mit meinen Eltern im Autokino war. Oder allgemein im Autokino war. Jo. Umgefällt. Holz. Ehrlich, nur ein Bündel aus diesem Riesending? Verstehst du jetzt, wieso Zahnstocher so böse sind? Ja. Eigentlich ist das vollkommen gelogen. Also die sind heutzutage in der Holzverarbeitung eigentlich ziemlich... Ja... Also von Sparsam. Wegen hier, dass pro Baum nur 10 Holzspatel rauskommen oder so, das ist vollkommen gelogen. Da kommen echt zigtausende bei raus. Ich meine, ich finde es auch nicht gut mit der Abholzung und allem, aber... Es gibt ja einige, die erzählen von wegen, den größten Teil schmeißen sie eh weg, das ist vollkommen gelogen. Wollte ich nur mal gesagt haben, ja? Ein kleines bisschen Aufklärungsrunde. Lehrstunde mit Renchi. Yay! Ich brauche dafür noch einen Titel ziehen. So,
Ja, wie sieht's aus? Wo müssen wir hin? Ich würde sagen... Warte mal, du hast irgendwas erzählt von wegen Schlangenkopf und so. Achso, ja, zoom mal ein Stück raus wieder. Warte. Ich such's gerade. Gib mal ein Ach, da! Ja, genau. Der okay, ich seh's. Genau. Der Drakotosee. Und da ist der Drachenkopf. Da bist du gerade genau drauf. Das ist der Drachenkopf. Ja. Ja. Da waren noch extrem viele Gegner, ne? Ja. Oh, da sollten wir eventuell noch nicht hin. Nein. Aber du könntest es dir markieren, dass da ein Schrein ist. Dann das suchst du weiß irgendwann. Weiß ich ja, dass ja. Ach so. Ich weiß, da ist im Übrigen auch die geil. Quelle. Ja, das, so. Das meinte ich ja im letzten Part. Ach so, okay. Beziehungsweise in der letzten... Ich sitze hier total unbequem, ey. Ja, na, dann setz dich anders hin. Ich muss mal... Das wirst du im Mikro alles hören. Ja, natürlich wirst du das alles hören. Wo will denn das Pferd hin? Wo wollen wir eigentlich hin? Irgendwo hin, wo es Schreine gibt, Weg. Oder? Ja, na dann geh doch auf den Weg. Hinter dir. Und so. Ah, da ist er. Also, es wäre vielleicht ganz geil raus aus dem Wald, sonst ist die Framerate gleich komplett weg. Ja, komplett weg nicht, aber man merkt schon, dass die Wii U echt damit zu kämpfen hat. Oh ja. Wobei jetzt gerade geht's. Ja, du bist ja auch auf der Brücke. Ja, Was leuchtet da? Ach oh, ja, ein Croggy. Ein Croggy. Das finde ich geil. Nicht Froggy, sondern Croggy. Oh, yes, Mann. Zeig mal, was du kannst. Oh, okay. Sind weiter weg, als ich dachte. Also ich kann ja nicht dreidimensional sehen, ne? Dementsprechend ist das hier für mich ein bisschen schwerer. Na? Nee. Yay! Hit it! Ui, du hast mich entdeckt! Ein Kruxarm! Igitt. 10 Stück! Yay! Hattest du schon eingelöst? Oder sind ich das... hatte schon ein paar eingelöst, okay. Ja. Okay. Ich bin noch nicht so also weit. Also wir müssen definitiv zurück in den Hylia-Wald? Hyrule-Wald? Ich mach 3 Kreuze, wenn ich wieder WLAN zu Hause habe, ganz ehrlich. Dann kann ich endlich wieder YouTube-Videos gucken. Meine versteht sich. Ja, nee, echt jetzt. Weißt du, wie geil das ist, die YouTube-Videos beim Putzen durchlaufen zu lassen? Nee, ehrlich, ist mal, was leuchtet da oben? Ah! Das ist ein Leuchtstein. Und ein Krog. nee, ehrlich, das ist voll geil. Aber hinter uns ist irgendwas aufgetaucht und das gefällt mir gar nicht. Vor dir. Bam. Ich glaube, der hat Kopfschmerzen. In der alten Wohnung konnte ich deine Let's Plays nämlich laufen lassen und habe sie von überall aus der Wohnung nämlich trotzdem gesehen. Gut, das geht jetzt nicht mehr, dadurch, dass ich jetzt wirklich wieder eine vernünftige Raumaufteilung habe. Aber das war echt cool. Ich habe beim Weihnachtskekse backen dein Darksiders geguckt. Okay. Ich war eh nicht in Weihnachtsstimmung, von daher war schon cool. Oh, es gewittert. Oh, es gewittert. Ja, stimmt. Schild? Ist doch. Ach, hast du. Jo! Wärst du einen Ticken schneller gewesen, ne? Wärst du jetzt ein Imbiss? Ich würde sagen, der Gott liebt uns. Er ebnet ja. uns den Weg mit Blitzen. Mit Gottmodus hast du es ja, ne? Das ist wahrscheinlich wieder ein Jäger. Jäger? Vermutlich. Ah, oh, die Dinger nerven so, ne? Ja, tun sie. Wobei ich persönlich den Anführer der Jäger echt ziemlich nice finde. Ja. Mein Freund hat ja jetzt seit Ewigkeiten das erste Mal wieder Breath of the Wild gezockt. Und ich habe ihn dann nur gehört. Ah! Was ist das? Ich so, was denn? Kam gerade aus der Küche, hab geguckt und da war er gerade am Verrecken. Hm? Die habe ich angesprochen. Die hat mich, die killt mich. Ich so, ja, ich habe auch gehört, Leute am Straßenrand einfach nur anzuquatschen. Achtung, Style kommt jetzt. Falsch. Yay, das habe ich bis heute nicht hingekriegt, ne? Vom Pferd abspringen und so. X. Yay. Einfach nur X drücken. Einfach nur X drücken und dann... Ja gut, den Rest kenne ich ja. Funktioniert auch aus dem Stand. Echt? Jetzt? Hallo! Ich dachte schon, das war's jetzt. Zwar besitze ich keine Reichtümer, aber nimm zumindest dies hier zum Dank. Ja, nett.
Ich bin aus Angelstädt abgehauen. Das liegt da die Straße hinauf. Dort leben alle vom Fischfang. Aber ich, naja, ich kann nicht schwimmen. Hä? Fuck. Da ich mich nicht zum Fischer eigne, werde ich jetzt eben Schatzsucher. Wir wissen alle, dass nicht schwimmen zu können kein Grund ist, nicht auf See zu fahren. Hashtag Monkey the Ruffy. So ziemlich alle Teufelsfruchtnutzer, aber naja. Ja, okay. Dann halt Hashtag Teufelsfrucht so. Was war das denn? Das sah lustig aus. Das sah ziemlich aus. Lauf, lauf! Sie werfen mit Stein! Das sind die Linken! Stein! Steinigt ihn! Nein, lauf, lauf! Ich habe mich gerade selber beleidigt. Ein wenig, aber egal. Die Leute, die sich fragen, wieso... Da oben war ein Schrein. Ja, ich weiß. Okay. Aber da kommst du von Angelstädt eigentlich ganz gut hin. Okay. Die Leute, die sich jetzt fragen... Ach so, was... Wieso er sich selber beleidigt hat? Ich bin links. Also ich bin bei den Linken. Ich bin nicht linksradikal, was viele von mir behaupten, was ich nicht verstehe, weil eigentlich bin ich ein ziemlich ruhiger Mensch. Es gibt ja auch nochmal einen Unterschied zwischen rechts, rechts, links, Mitte und radikal, finde ich. Meine politische Einstellung ist links, ja, aber ich bin nicht linksradikal. Das ist der kleine, feine Unterschied. Es gibt auch Leute, die sind rechts, aber sind nicht rechtsradikal, wobei das selten vorkommt. Aber es ist machbar. Also ich kenne selbst so Leute, die ein starkes, ich nenne es mal einen starken Rechtsdrall haben, ja, aber keine radikalen Veranladungen im Endeffekt. Die haben ihre Meinung, die vertreten sie auch, aber ohne jetzt großartig Gewalt anzuwenden oder sie sind halt verbal. Die können teilweise echt gut diskutieren. Ja. Das erschreckt eigentlich, aber gut, lassen wir das. Ich finde meinen Dozenten toll. Mir ist das egal, welche politische Einstellung sie haben. Hauptsache, sie sind links von der Mitte. Es widerspricht sich etwas. Ich meine, ich verstehe den Sinn dahinter. Wenn du den sozialen Bereich studierst, hast du auf der rechten Seite halt einfach mal nichts verloren. Nein. Aber die Aussage ist so wunderschön paradox. Mal gucken, was für einen Schrein haben wir hier. Oh, sieht schon nach Feuer aus. Echt? Kommst du auf Feuer? Das hat gerade so orange geleuchtet. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Yao Mayo. Spricht man das so? Yao Mayo. Yao Mayo. Wenn du im Japanischen so doppelte Buchstaben hast, werden die teilweise, also meistens einzeln betont. Also nochmal ausgesprochen. Genau. Da war ein kurzer Sprung drin, ich hab's genau... Oh, Wächter. Ein Nano-Wächter. Hast du den schon fotografiert? Ja. Gut. Verrecke, du Blechdose. Schön geworfen. Ja, ne? So, jetzt ist die Frage. Mhm. Interessant, ja, ja. Okay, ich weiß. Ich weiß Bescheid. Echt? So schnell konnte ich jetzt nämlich gerade nicht gucken. Nicht? Nee, gerade irgendwie... Okay, den Block mitnehmen. Ja, doch, das macht irgendwie Sinn. Ich kann natürlich auch theoretisch gesehen die Truhe darüber heben, aber das wäre mir jetzt zu einfach. Ich glaube, das muss ich sogar machen. Ich glaube es auch. Ich hab jetzt echt gedacht, du kriegst die auf den Kopf, ne? Nö. Ritterschwert! Da zeigt das Skill der Renji, da zeigt das Skill. Hm. Moment. Das war, wollte gerade sagen, 26er Stärke, oder? Ja, das war auch dann doof, dass ich... Puh. Hast du den jetzt gerade durch die Wand geworfen? Nein, oder ist der einfach so der schnell abgeprallt, dass ich es nicht gesehen habe? Bei Boomerangen ist es so, dass sie nicht zurückkommen, wenn du ein Hindernis triffst. Genau. Ja gut. Macht auch irgendwie Sinn, ne?
Genau. Nimm den Block mit? Nö. Nimm den Block mit. Die Truhe vielleicht auch noch? Hm. Könnte es sich schön einfach machen. Ich glaube, ich habe es mir damals sogar ziemlich einfach gemacht so. Muss mal gucken. Ich hol die Truhe noch. Ja, sicher, sicher. Die müsste ja jetzt theoretisch gesehen noch schwerer sein, weil da ist ja noch ein Schwert drin. Oder habe ich die... Nee. Hast du rausgenommen. Hat keiner gesehen. Die Truhe ist nur offen, ne? Nein, das ist nur ein Grafikfehler. Ja, natürlich. Hast du das Ding nicht sogar ausgerüstet? Nein. Echt nicht? Du hast den Bumerang weggeworfen. Ach nee, okay, gut, alles klar. So eine Truhe so schwer ist, ne? Schwer genug, das war jetzt nicht so. Na, wobei. Die kannst du nicht hochheben. Nein. Ein Opal. Oh, Opal. Nein! Du bist nicht weit genug dran, Simrotz. Erst wieder runterdrücken. Ach, Mann. Yo! Ich hab das studiert. Ja, cool. Du hast das Ding an der Kante nur angestoßen, ja? Psst. Stimmt doch gar nicht. Natürlich, ich hab's doch genau gesehen. Hat keiner gesehen. Du nimmst es auf, du Let's Play. Ich schneide es raus. Das habe ich nicht gesagt. Schneide es eh nicht raus. Selbst wenn du es rausschneiden wollen würdest, würdest du es wahrscheinlich vergessen. Rausschneiden wollen würdest? Ja. Warte. Ist richtig. Ja, doch. Hör auf, mich zu verunsichern. Zu spät. Puh. 17 Minuten. Fast 18. In 10 Sekunden. Bim, bim, bim. Beim nächsten Im fertigen Video weniger, weil ich ja die ersten 5 Sekunden vom Video rausschneide. Ja, gut. Es sieht so schön aus! Habe ich übersteuert? Ich hab... Nein. Ich Nein, du hast nicht übersteuert. Ich übersteuere lustigerweise meistens. Das war Renji, nicht ich. Hui! Das bringt's voll. Aber das Vieh hört dich nie! Das gibt's nicht! Dein Pferd hat einfach keinen Respekt vor dir. Hey, mein Pferd teleportiert sich zu mir, ja? Wenn ich am Arsch der Welt bin, da gibt es kein, es hört dich nicht mehr. Okay, das sei denn, ich stehe mitten in einer Horde von Gegnern. Na, wobei, selbst da. Und dann stirbt's. Mein Pferd ist noch nie gestorben. Wo willst du hin, Pferd? Meine Blue ist noch nie gestorben. Ist ja echt Blue genannt? Ich habe die Blue genannt. Ich habe ein schneeweißes Pferd und habe die Mähne blau gefärbt. Du erkennst die Mähne blau färben? Kannst. Du, natürlich. Wie das denn? Du kannst den Schnitt ändern, du kannst die Farbe ändern. Du kannst wo total geht das denn? An einigen Stellen. Da, wo die Pferde an den Seiten stehen, siehst du eine, die füttert und die macht das. Cool. Ja, ne? Du kannst das totale Emo-Pferd machen. So beide Augen verhangen. Oh. Es ist lustig. Da hast du Spaß dran, ne? Ja, nee, meins hat ja keinen so einen Schnitt. Du kannst die Mähne auch flechten. Wo reite ich gerade eigentlich? Ich habe keinen blassen Schimmer, ehrlich gesagt, aber ich dachte, du weißt es. Nein. Dann läufst du gerade spontan auf Gegner zu. Das Pferd lässt sich echt bescheiden steuern. Ja. Der Königsschimmel ist besser. Mir fällt doch gerade auf, das ist eine Halbinsel, wo ich gerade drauf zurenne. Das heißt, das bringt nicht wirklich etwas. Nein. Aber da hinten weiß ich, dass es einen Schrein gibt.
überlege gerade welchen. Ach, der mit den Scherben, ne? Ja, es ist einfach so eine geile Parallele zu Twilight Princess. Ja, das ist so. Wir haben 20 Minuten aufgenommen! Na dann, harte Bremsung. Okay, das war Abschluss mit Stil. Also richtig. Ja, dann mal wieder nicht allzu viel geschafft. Wobei, zwei Schreine, es geht eigentlich. Ja. Also wir haben noch sehr viel vor uns. Das merkt ihr. Also ich gehe auch davon aus, dass dieses Projekt mehr als 100 Parts haben wird. Ja. Wir werden sehen, was passiert. Ja, ne? Genau. Gib ihr mal einen Apfel. Habe ich Äpfel? Das ist bestimmt Äpfel. Achtung, sie reißt es dir förmlich aus der Hand. Es sieht etwas brutal. Und die Hand ist weg. Okay. Ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Im nächsten Part werden wir weitersuchen nach Schreien. Moment. Ja, um den Part beenden zu können, müssen wir erstmal den Glibber hier beseitigen. Yay! Okay, so, jetzt aber. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst einen Kommentar. Und wir sagen Tschüss und bis dann irgendwann, euer Renchi und... Die Isuna 12. Bis dann! Ciao!